hat mich voll erschrocken, weil die tauchen ja hier am Flughafen auch einfach so auf. Ja. Wo ich hier auf diesen auf die Kiste gewartet habe, kamen irgendwie zwei hintereinander. Ich finde, es sind aber ein bisschen wenige Zombies. Also vorhin waren hinter da in meinem blauen fünf Zombies auf einmal hinterher. Echt? Ich habe das auch schon gehabt, am ersten Abend sozusagen. Fünf Zombies und ein Wildschwein gleichzeitig. Ja, die Zombies, wenn die hier im Dingens laufen, hier im in der Safe Zone, da werden sie auch abgeschossen. Doch, es braucht eine ewig, bis die weggeballert sind. Also ein oder zwei, ich habe auch schon zwei Headshots gehört, bis sie down gingen. Meine Zombies habe ich einen gebraucht. Bei den Wachen brauchst du, also bei den Blauen brauchst du zwei. Miteinander kommen, habe ich doch auch so bei dabei gemerkt. Steinchen. Nein. Hast du das sieht ja auch geil aus. Ich würde gerne so Sachen auch einfach hier wie jetzt die Keule einfach so in die Ecke stellen können in der Bude. Achso, ich brauche mal von dir ein großes Schild. Weil ich finde keins. Okay. Ich will mein Haus vielleicht auch hast vielleicht du eine rot oder was? Manchen rosa. Dropbox. Was habe ich, eine Dropbox? Ja. Ein, was ist das? Wie nennt man das Ding auf Deutsch? Das ist immer der Nachteil, wenn ich diese englischen kleinen. Briefkasten ist das falsche Wort, weil es irgendwie größer ist. Einwurf noch was gedöns. Einwurfs. Der Einwurf noch was gedöns. Ich glaube, so heißt es. Ach so, nee. Wo ich von draußen was reinwerfen kann, weißt du? Ja, nee, hab ich nicht. Wie heißt das denn auf Deutsch? Weißt du das? Einwurfkasten. Einwurfkasten. Also Einwurfgedöns. Ja, schönes Bild hier mit der Keule, wie gesagt. Hätte ich gerne. Was bist du denn jetzt? Ich bin auf einem. Noch mal geil aus mit der Outline. Ich bin auf einem LKW. Ist auf dem LKW? Ja, ich bin auf einem LKW. Hier ist eine Keule an zwei Fässer gelehnt. Zwischen meinem Depot und dem Flugplatz. Jetzt liegt die Keule da. So von wegen Deko, ne? Wie ich ja vorhin sagte, eine Raffinerie einfach nur zur Deko hinzustellen. Für die Werkstatt. Rohre verlegen oder so, das fände ich auch geil. So unter der Decke oder so Brasilienmäßig. Überall Rohre. Durch die Räume. Kann mich an ein altes Ding erinnern von Gronkh, also gar nicht so alt. Ein Video, das ich mal sah, da spielte er ein Autobauspiel, sage ich jetzt mal doof. Ich habe von Gronkh immer The Forest, Outlast und das eine Horrorspiel mit dem kleinen Jungen. Aber nur der erste Teil war gut.
Der Forest war auch erst so ein jüngeres Ding jetzt, ne? Ich glaube, Naja, ich habe das live gesehen ich nachts. hatte die allererste Folge gesehen, also ganz alt. Oder das erste Mal gespielt hat. Da habe ich mir auch direkt geholt, da war es noch in der Alpha-Dingens hier. Was jetzt gerade draußen? Okay. Wer schießt denn hier rum? Bin jetzt unterhalb vom Depot. Da hinten schießt einer. Heute habe ich auf einem alten Rust-Bild den Eiffel Tower in Rust gesehen. Das sah auch so geil aus. Wer schießt denn auf den Blauen? Bist du das denn? Nee, ich bin gerade im Depot angekommen. Chef ist es, wie immer. Macht dir nur Stress. Ja, Tollpalmen! Tollpalmen, du kriegst die Kiste sowieso nicht. Warum wart jetzt hier? Wie? Ich hab die als zuerst gedrückt. Ach. Sonst könnte man sich ja streiten. Der Erste, die bestätigt, kriegt die Kiste. War auch immer so. Immer das. Das war jetzt schon nur so. Ich muss jetzt echt überlegen, kurze Ärmel oder lange Ärmel? Sieht aus wie so Holzrüstung mit Frottee-Bezug. Mit Frottee-Unterteil. Ganz komisch. Drinnen. Vielleicht schaffe ich mir doch einen Locker an. So, mittlerweile habe ich weitere Kombinationen von Klamotten, die mir gut Zombie! gefallen. Wo denn? Hier ist ein Zombie am Flughafen. Oder ist ein. Oder, ah, nee! Okay. Das sah aus wie ein Zombie, aber das war, glaube ich, Das. Schenko. Aber unser Steinchen braucht eine neue Brille. Nein, das sah echt von weit aus wie ein Zombie. Es liegt an meiner scheiß roten Jacke. Ich muss mir eine Ja, andere Jacke besorgen. also ich kann bestätigen, ich könnte oder ich habe 750 Scrap. Plus Ja, das ist gut, ich 240, bin ich habe verdammt gut fast da oben angekommen. 1000. Fast 1000. Ich muss mal eben hier. Noch Tools bauen. Oh, ich hätte und den Eispick kann ich noch gar nicht. Den habe ich verloren. Wie viel brauchst du denn jetzt noch? Knapp 400, würde ich sagen. Und ich habe Und knapp wahrscheinlich, 1000. wenn ich jetzt hier mit meiner Bunkertür durch bin und nicht irgendjemand gerade alles geplündert hat, wird es wahrscheinlich lang, wenn ich diese durch bin. Bist du da draußen, Tolpern? Ich habe ein Bild aufgehangen hier. Mal was an deine Einwurfkiste geschmissen. Dropbox. Danke. Du hast ein Bild gemalt.
Nee, ich habe ein Bild aufgehangen. Oh, danke schön. Vielen Dank. Nur blau. Gut, dann bin ich wieder im grünen Bereich. Dann bin ich eben noch grüner, supergrün. Supergrün. So, mein Verkaufsset bei blauen Klamotten von Wollmützen über Bandanas, über T-Shirts und Longsleeves zu Hosen. Der Verkaufsrenner ist das blaue Longsleeve, das man überall findet. Keinen interessieren die Skins. Verstehe ich nicht. Aber man kann es halt sehr gut kombinieren, ne, mit anderen Sachen, die geskinnt sind. Da kommen die Leute aber erst zu Hause vom Spiegel drauf. Ein rotes? Ja, mit dem Rust-Logo. Und nicht rot, sondern dieses komische Rastrot. Ja, ja, ja. Schade. Mir wäre das zu orange, glaube ich. Orange mit dem Rust-Logo drauf. Also ich kann etwa 500 ausgeben, so viel brauche ich aber gar nicht, um was zu forschen. Ich bräuchte auf jeden Fall eine Gewehrkugel. Die kann ich noch nicht. Und die kostet 250. Na, ich bräuchte eine Blueprint. Die baue ich mal jetzt gerade. So. Das ist ja noch drin, 250. 2000 Schwefel, Schießpulver. Ja, aber es ist essentiell halt einfach. So, Pistolenmunition kann ich. Den Eispickel kann ich jetzt immer noch nicht, werde ich aber jetzt auch noch nicht lernen. Und was bräuchte ich noch? Mal schnell Kram hier in der Kiste. Die Fenster, die sind. Nehmen wir es erstmal belassen. Nochmal bitte. Das kann ziehen, ja, aber. Hier geht er auch nicht kaputt. Bis dahin hast du ja vielleicht mal genug Scrap zusammen, dass du das Ding auch herstellen kannst. Genau. Locker hätte ich Deckenlampe. Teppich kostet 20. Teppich ist immer gut. Die Deckenlampen für die Werkstatt. Ich denke mal, die wird zuerst fertig. Also, dass man da auch pennen kann. Und die braucht diese Lampen. Okay, mir fällt gerade nichts anderes ein. Nicht vergessen. Fernglas.
Eigentlich mag ich das rote Bandana auch lieber. Tolpan, wie viele Stunden am Tag spielst du denn so? Was hat denn das ganze Zeug? Wenn ich überlege, wo ich gerade bin und wie lange ich vielleicht noch bräuchte, um dahin zu kommen, da ich mir das alles bauen kann selber, weißt du? Bevor ich das Teilweise Glück gehabt, noch teilweise erforschen. zum Beispiel das Solos Zeit habe ich ja von Steinchen. Das automatische Gewehr von Captain Earls. Also ein bisschen Glück gehabt, ja. Eine ganze Menge von den Airdrops gekriegt, eine Zeit lang. Meistens war da halt nur so ein Scheiß dran, wie da die doppelläufige Schrotflinte oder die blöden MG-Türme, sag ich mal. Ja, aber das dann viel Scrap. Aber ab und zu hat man dann halt auch nochmal Glück gehabt, dass man da halt irgendwas Sinniges gefunden hat, halt, was passt. Meistens halt nicht. Oh, der sieht gut. Das ist ein Kürbis. Bring mir Brauchen Ernte. wir Haku Metal? Ich bring mal welches mit. Die Ernte habe ich bis jetzt hier Werkbank 1 komplett. Im Werkbank 2 bin ich dabei. Wobei ich dann teilweise mal gucke, so was ich brauche halt, ne? Krass. Ja. Zum Beispiel die Sachen, die ich jetzt habe, die kann ich eigentlich auch alle selber herstellen. Ja. Ja, das Wichtigste, also den Eispickel sozusagen und die, was ist die blöde Axt in Deutsch, auf Deutsch halt provisorische Axt. Die kann ich halt herstellen und machen, habe die auch. Mein Ja. Hammer da, den habe ich, den provisorischen Hammer, den kann ich auch machen. Auch ebenfalls. Munition halt, das sind die normalen Munitionen. Die Hochgeschwindigkeitspistolenmunition kann ich machen. Flintenmunition kann ich eigentlich alle machen. Krass. Oder wenn du irgendwas gefunden hast, teilweise, wenn du dir in irgendwelchen Kisten oder so drinne waren, dann waren die meistens so gut wie komplett Schrott und dann halt, ja, eben leeren das Ding und gut ist halt, ne? So zum Beispiel auch die Python, ja halt. Muss hier mal wieder ran an den Abkeep. So, ich stehe jetzt am Flughafen nach unten den Bunker durchkämmen und dann komme ich zurück. Ich nehme an, dass ich dann selbst genug Scrap habe. Ja, ich habe irgendwie nicht genug Sicherungen dabei gehabt. Eigentlich wollte ich gar nicht runtergehen. Ich habe dann eine gefunden. Und jetzt auf dem Rückweg habe ich gleich eine zweite gefunden. Dann versuche ich schon auch, wenn ich jetzt gerade zwei Sicherungen dabei habe. Weil der clevere Mann plant vor, zwei Karten habe ich ja am Flughafen. Flughafen gehe ich eigentlich fast gar nicht mehr rein.
weil ich finde, die lohnt sich nur, dass beim Güterbahnhof. Also Güterbahnhof lohnt sich eher. Ja, sogar darauf zu warten. Weil du hast ja auch eine Respawn-Zeit. Der blaue Bereich ist auf jeden Fall wesentlich ergiebiger als alle anderen, wo ich bis jetzt gewesen bin. Habt ihr ein paar blaue und rote Karten? Weil ich finde immer nur grüne. Blauen findest du zum Beispiel bei der Kuppel und beim Satellitenstation. Genau, da wo nur grüne Türen sind, da findest du blaue Karten. Okay. Da wo grüne und blaue Türen sind, findest du die rote Karte. Und ansonsten kannst du blaue Karten auch noch kaufen beim NPCs für 100 Scrap. Dein Einstieg in die Welt des Blau. Rote Tür habe ich noch nie gesehen. Ich weiß zwar, wo sie sind, aber ich habe sie noch nie gesehen. Und die roten Türen, die sind nur im Militärtunnel und bei der Raketen, also bei der Startbasis. Ja, ich werde mich beim nächsten Mal in den Tunnel erschießen lassen. Weil du bei der Startbasis halt gut springen können musst. Ja, das ist mir zu cranisch, das wird nichts, das habe ich schon ausprobiert. Bei der Militärtunnel halt, ne? Die schönen Wachen, die da rumrennen. Ja, da kann man sich noch schon zum Ausrüsten. Das könnten wir doch mal in Angriff nehmen, weil das hört sich ja echt nach einer Herausforderung an. Wenn es jetzt wurde oder zu dritt, würde ich sagen, gibt es gar kein Problem. Gut, was könnte ich denn noch mitnehmen? Du hattest da auch eine ganze Kiste voller Essen. Brauchen wir auch nichts. Wir haben die beiden Flüsse. Schießpulver kann ich mitbringen. Holz kann ich mitbringen. Klingen und Pipes. Rohre? Ja, ne? Kann man das, also ich habe bei Cuisine Royale, da habe ich einfach nur den Trailer gesehen, bei Steam vorhin. Und ich stelle mir vor, das ist so ein Battle Royale Spiel, ne? Also so wie PUBG und alle anderen. Gab es vorher schon Battle Royale? In anderen Spielen? Keine Ahnung. Alle gegen alle? Der letzte gewinnt? Das ist so die Definition, oder? Ja. Das ist kein Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe, sagen wir mal so. Ich habe es auch noch nicht gespielt, nee, Fortnite auch nicht. Halt einmal dieses, was Peel empfahl,
Totally accurate battlegrounds oder ground. Tab habe ich das abgekürzt. Habe ich einmal dann, ich habe es nie geschafft, auf dem Server zu kommen, scheinbar. Und dann irgendwann klappt's und dann sind da andere Leute. Und ich bin eine Minute drin und versuche mich überhaupt erstmal zurechtzufinden und was es denn vielleicht zu finden gibt. Und bin tot. Und dann war's das für mich. Habe ich was anderes gemacht. War mir einfach viel zu aufregend. Ah, in dem hohen Alter, ne? Da geht das nicht mehr so gut. Nee. Aber ich bin, ja, ich bin mal drauf gespannt. Mit einem Nudelsieb rumlaufen, was eigentlich völlig absurd ist. Als Rüstung. Und. Als Rüstung. Ja, als Rüstungsteil. Hier haben wir einen Link dazu. Ist kostenlos. Wir haben einen stylischen Shorts, glaube ich, wiederum. So mit Hatschen drauf oder mit Fröschen und so. Ja, der oder größten Auswahl stylischer. Ja. Das wäre ein geniales Produkt für einen Shorts-Hersteller. Ja, seine kleine. Sowas wie. Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Sowas wie Tony Hawk. So ein Maskottchen-Vehikel für irgendein Spiel. Na gut, Batman. Ich habe hier noch so ein James Bond Spiel im Schrank stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gespielt habe. Zu irgendeinem Film, eine Spieladaption. Eingereiht. Spielen. Ich weiß nicht, sollen wir. Nee. Ist ja noch Zeit. Ja, hier habe ich unter anderem ein Bild. Aufgehangen. Auf dem nichts zu sehen ist. Eine leere Leinwand. Tabula rasa. Immer wenn ich da hingucke, sehe ich irgendwas anderes. Das ist ganz witzig. Ich noch in den Ofen legen wollen. Ja, und warum ist nicht DayZ eigentlich so das Survival-Spiel aktuell? Weil da sind doch unheimlich viele Komponenten drin, die Leute zum Beispiel auch hier in Rust einfach vermissen. Aber in DayZ kann man nicht bauen, ne?
Ding, Ding. Ding, Ding. Okay, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Abend. Okay. Man hört und sieht sich. Ja, einen schönen Abend dir auch. Ja. Dankeschön. Danke. Bis dann, tschüss. Tüte. Ja, tatsächlich brennen tagsüber alle Lampen. Ich dachte, es sei dunkel. So, Steinchen war an dem Steinbruch, das heißt Steine ist nicht drin. Was? Dort Steine holen. Soll ich vielleicht ein paar kaufen? Geh ich jetzt hin. Also ich habe jetzt 625 Scrap, müsste eigentlich lange die Dreierbank zu bauen. Ja. Und ich habe 700 Scrap. Soll ich da ein bisschen Stein einkaufen? Spricht meines Erachtens nicht dagegen. Ja, ich geh jetzt mal dahin und gucken, ob das fertig ist. Denke ich eher noch nicht. Ich habe den Zombie hier überhört. Warum kommt da nicht so ein bisschen so dramatische Mucke? Ich glaube, die dramatische Mucke, die kommt irgendwie wahllos so. So Soundtrack-mäßig, ne? Ja. Ich habe ja Monate vermutet, die kommt, wenn man sich plötzlich in einem, ja, Nähe eines anderen befindet. Oh, hier ist alles voller Blaumänner. Ja, aber wie du sagst, die kann man ja echt getrost ignorieren jetzt. Also ich fand, das war in der letzten Season auch nicht anders. Da konnten wir genauso an denen vorbei. Also zumindest in dem Abstand, in dem ich an denen vorbeilaufe. Hm. Steine einkaufen. Sollte ich Steine einkaufen? Ich habe gar keinen Platz. Knaus Essen. Kann weg. Oh, es ist voll. Tab kann weg. Ist voll. Jo, kann es eigentlich hin. Ich habe gerade war sogar noch Sprit drin. Ja, ich habe gar keinen Sprit dabei. 18. Ach Quatsch, ich bin viel zu weit davon weg. Und ich lagge gehörig. Cuisine Royale. Die Klamotten bestehen halt aus Küchenutensilien irgendwie. Und ich meine nicht Klamotten, ich meine Rüstung. Und du startest halt nicht ganz nackt, sondern eben mit den stylischen Shorts. Shorts. Boxershorts, um genau zu sein. Boxershorts, genau. Ich suchte auch
Die ganze Zeit nach dem richtigen Begriff. Boxershorts. So, ich bin mitten um Airfield. Und hier habe ich auch schon welche mitgenommen. Vom Airfield komme ich quasi gerade. Okay, und in welche Richtung bist du unterwegs? Kraftwerk. Kraftwerk. Okay. Ich versuche gerade krampfhaft mich von Blauen erschießen zu lassen. Why? Weil da viele lustige Kisten sind, die ich haben will. Das hier hat doch ganz gut geklappt. Ich habe jetzt schon wieder sechs schon weggeputzt. Ist ja nichts Richtung. Klappt auch mit der MP5 überraschend gut. Okay. Kennt ihr das Spiel The Movies? Ne, sagt mir nix. Das ist so ein Strategieaufbauspiel. Du bist der Chef von einem Fernsehstudio. Ne, Filmstudio. Wo Filme hergestellt werden. Ne, sowas wie Warner Brothers, ne? So diese alten Hollywood, LA, ja. Diese alten Produktionsstätten mit diesen ganzen einzelnen Studios und Weltraumkulisse und in dem anderen wird ein Western gedreht, in der dritten eine Komödie, in der vierten Action-Thriller in der Hintergasse. Und das sind alles so Bühnen, alles Kulissen. Und dann laufen da Schauspieler rum und alles. Und Bühnenarbeiter und so. Und Sekretärinnen. Und das baust du halt auf, statt einem Jurassic Park zum Beispiel, ne? Okay. Und stellst halt, du bist der Manager eher und stellst halt zum Beispiel Leute ein, die Drehbücher schreiben. Und dann kannst du zum Beispiel aus dem Material, was sie so raushauen, kannst du dann irgendwas wählen, von wegen hier, in Western, da passiert dies und das. Und dann nimmst du das Skript und dann schickst du es in die Produktionsabteilung und dann wird eine Kulisse gebaut und dann werden Schauspieler angeheuert und Lichtbildner und weiß ich nicht was, ne, ein Kameramann und ein Skriptschreiber. Und dann wird der Film gestartet, also die Produktion wird gestartet, der Film wird gedreht, ja. Und dann streiten sich plötzlich Hauptdarsteller, ist so ein Pärchen im Film, kommen sich dann aber auch in Real Life näher. Man sieht sie dann zusammen essen auf dem Filmgelände. Und später zusammen an der Bar und bla und dann vielleicht sogar sah man sie im Wohnwagen von dem Typen, ne? Man weiß es nicht. Und plötzlich
streiten die sich da. Mitten in der Szene fangen die an, sich zu streiten und die Produktion, die Szene muss abgebrochen werden, der Dreh. Ja, und dann muss der Aufnahmeleiter erstmal dafür sorgen, dass die zwei sich wieder beruhigen und wieder zusammenkommen, damit alle weiter drehen können. Ja? Und all das passiert in diesem Spiel. Ne? Und du musst es halt managen, dass das alles möglichst gut und reibungslos läuft, halt, wie gehabt. Ne? Dann kommt ein Schauspieler und sagt, ich hätte gern einen größeren Trailer. Da gibt es so einen Trailerpark, ne, wo die alle drin wohnen. Und jetzt hat ein anderer Schauspieler, der gerade einen Western dreht und auf demselben Gelände gerade wohnt, der hat halt einen schöneren Wohnwagen als dein Hauptdarsteller in dem Science-Fiction-Film gerade. Und jetzt ist er trotzig und spielt nicht richtig, solange er keinen Trailer bekommt wie der andere Typ. Ja, und wieder verzögern sich die Produktionsarbeiten. Und dann musst du denen halt, das ist so ein bisschen dann wie die Sims wahrscheinlich, ne? Da musst du die alle so ein bisschen Geboren. motivieren wieder und so. Ja, klingt auf alle Fälle recht abgefahren. Ja. Das Witzigste ist allerdings, dass dieser Film, der da gedreht wird, den hast du dann später als Video. Also du hast halt tatsächlich sogar all die Szenen und kannst sie selber halt in einem Video editieren. Oder zu einem Filmvideo editieren, ne? Okay. Und dann eingebaut ist eine zeitliche Evolution, weil was produziert wird, hängt natürlich auch davon ab, was so in der Welt zum Beispiel gerade passiert. Was wollen denn die Leute überhaupt sehen? Ne? Und dann kommen halt immer so Nachrichten von wegen, wenn jetzt zum Beispiel 69 erste Mann am Mond und plötzlich wird Science Fiction populär. Ne? Setzte die Drehbuchschreiber direkt dran. So, entweder hast du schon was vorbereitet, weil du den Trend erkannt hast, oder du setzt deine Jungs jetzt alle sofort an das Thema, Science Fiction. Damit du einen Science Fiction-Film produzieren kannst, wenn du noch keinen in der Pipeline hast, den du jetzt dann eben auch dann aufführst zum ersten Mal. Damit Geld reinkommt, damit die Leute ins Kino gehen und den Film gucken, weißt du? Das ist schon echt. Die Grafik ist natürlich irgendwie 2000, keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel ist schon älter. Ja, Grafik ist halt alles. Diesen Sommer Und besuchen Spiel viele relativ wohlhabende klein. Menschen aus der Stadt und auch Maler und Du kannst so auf, heute würde man wahrscheinlich sagen, so auf Drohnenhöhe kannst du über dem ganzen Gelände schweben. Und du musst halt auch die Gebäude nicht bauen, aber hinsetzen, ja, wie das Produktionsbüro oder Castingbüro, die verschiedenen Kulissen, dann kann mit der Zeit entwickelst du neue Kulissen, du fängst mit ganz anderen, ganz einfachen Bühnen an, ne? Und hast vielleicht dann im Hintergrund mal einen Sonnenaufgang gemalt, aber dann später ist halt einen ganzen Strand, der sich in die Tiefe streckt und ganz hinten richtig professionelle Hintergründe und in dem Kameraausschnitt, du kannst auch immer bei dem Kameramann durch die Linse gucken quasi während der Produktion. In dem Ausschnitt macht es dann alles wieder Sinn, so, ne? Dann passt das alles sehr gut und wird halt immer besser. Am Anfang hast du vielleicht für den Science-Fiction-Bereich, für die Science-Fiction-Produktion, hast du eine Kulisse mit einer Oberfläche aus Pappkarton von einem anderen Planeten. Ja? Und dann kommt aber so peu à peu kommen dann weitere Kulissen dazu, das Innere von einem Raumschiff oder keine Ahnung was für Sachen, sowas in der Art. Deko-Elemente,
Phaser, Ausrüstung, Requisiten, ne? Echt schön gemacht. Leider natürlich kein, ich glaube nicht, Multiplayer. Aber das ist eigentlich der Witz, ich so bei der Überlegung hier für Twitch November 2005 von Lionhead. Genau, Add-on, Stunts und Spezialeffekte, ich glaube, das habe ich sogar auch. Filmstudio aufbauen und erfolgreiche Filme zu produzieren. Da bist der Spieler sowohl Regisseur der Filme als auch Leiter des Filmstudios. Ich habe die Drehbuchschreiber erwähnt, aber das Beste ist noch, du kannst eigene Drehbücher schreiben und in die Produktion reinbringen. Das heißt, du schreibst ein Drehbuch, ja? Im Grunde gibt das Spiel, bringt dir auch ein bisschen bei, wie das so ein bisschen aufgebaut ist, so ein paar Parameter auf jeden Fall. Dann wählst du halt die Kulissen für die Produktion aus und so und die Schauspieler und die Nebendarsteller und den Kameramann und den Regisseur oder dann gibt es dann noch den Direktor. Den Aufnahmeleiter, glaube ich. Kostüme habe ich voll vergessen, ne? Kostümfundus. Ja, und dazu, genau. Du kannst ja so, es gibt auch Gärtner auf dem Grundstück zum Beispiel. Wie gesagt, man stellt Produktionsgebäude zusammen. Du hast eine begrenzte Fläche dafür. Da muss ein Trailerpark rein für deine Leute. Da müssen ein paar Bars und Restaurants und sowas rein, wo die Leute sind da, das Ding ist unter Umständen hermetisch abgeschlossen. In so einem gewissen Sinne, weil die Schauspieler, die müssen immer in der Nähe sein. Alle müssen immer in der Nähe sein, damit man nicht... damit man jederzeit drehen kann. Ja? Alle müssen eigentlich ständig verfügbar sein. Währenddessen, es laufen halt auch überall alle rum, muss für Zerstreuung sorgen, für Entspannung, Ablenkung, damit dann die Schauspieler, damit all die gestressten Leute, die da rumlaufen, auch mal wieder runterkommen können. Aber im Grunde eingeschlossen in diesem Studiogelände. Also muss alles verfügbar haben. Das muss gepflegt werden, da müssen Würstchenverkäufer sein, Gärtner laufen da rum. Und von all diesen drumherum Leuten, die irgendwie nicht direkt mit der Filmindustrie zu tun haben, kannst du dir einfach jemand rauspicken, so wie The Hand of God. Pickst du dir einen raus, stellst ihn ins Castingbüro, irgend so ein Gärtner, und der wird dann vielleicht dein nächster Superstar. Ist voll witzig. Die NPCs haben alle so Grundwerte im Schauspiel. Es gibt auch Schauspielkurse, wodurch die immer besser werden. In einem globalen Ranking auch immer bekannter vielleicht. Abhängig von dem Film, von dem Filmerfolg oder Loss, in dem sie gespielt haben zuletzt. Das ist ganz schön komplex, fällt mir mal so auf, wenn ich das jetzt so versuche zusammenzubekommen. Ich habe das ewig nicht gespielt. Und es ist eigentlich voll witzig. Und durch das Streamen, wenn ich das spiele, dass da keiner joinen kann, ne? Von wegen Multiplayer, wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlimm. Geht es bei diesem Jurassic Evolution?
Ist es Multiplayer oder Solo? Bitte was? Es gibt ja jetzt dieses, gerade, da sprachen wir gestern drüber, gerade so hip, Jurassic Park Evolution. So, ja, ich glaube, das ist Singleplayer. Ich wüsste nicht, wie das Multiplayer sein kann. Ja, aber man könnte zum Beispiel trainen, ne? Ja, weil, also weiß ich nicht, geht vielleicht über einen Markt oder so, aber das hat für mich wie Singleplayer ausgesehen. Nee, Single, ja. Für stolze 60 Euro, ne? Glaube ich. Ja, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, die richtigen Spiele haben halt den Preis. Nicht nur den, sondern dann auch noch weitere, ne? Gibt ja noch DLCs dann. Ja, genau. Das ist dann bist du mal schnell ein Honig weg. Aber haben wir in den 90ern auch am Wochenende mal ausgegeben im Club. Und da blieb dann nichts von über. Ne? Also wenn es hell wird, also jetzt demnächst, werde ich dann auf dem Weg runter zum, hoch ist es ja, und runter, zum Strand machen. Von deinem Shop aus. Richtig. Dann komme ich da mal gerade hoch. Hast du mittlerweile eine Python oder brauchst du noch eine? Willst du noch eine? Habe ich mittlerweile was? Eine Python. Ich habe eine Python, ja, vielen Dank. Python Bolt und eine Semi-Automatic Rifle. Bolt habe ich noch keine. Meine Tools habe ich wieder. Ich bin voll. Bolt kann ich, glaube ich, gerade nicht lernen, weil die brauchst 750, könnte ich mir vorstellen. Ja. Eine Bolt hat Tolpan mir auch gegeben. Habe ich gerade gesagt, ne? Wenstein. Ja, bist du da? Bist du immer kurz auf die Toilette? Okay. Hier nicht wirklich. Und das ist schon wieder ein Airdrop. Ich bin aber voll. Steinchen, wo bist du denn? Bist du noch da?
Silver Gamer. Unglaublich. Ich komme vom Kurs ab. Wie? Ich laufe gerade links am Airfield entlang. Jetzt tatsächlich erst. Nicht Airfield, Launchsite natürlich, ne? Select gehörig. Du läufst jetzt aber gerade nicht zu mir, oder? Hinter dir her, ne? Nein, ich meine, also so lala. Zu dir hin. Du sagtest, du wärst auf dem Weg zum genau. Strand. Und ich auch. Wo kommt denn die Wand her? Die eine Wand baut. Wo? Da hat irgendjemand eine Wand gebaut, oder ich. Im Suff oder im Dral, wie auch immer, keine Ahnung. Und da ist eine Wand, wo sie nicht hin soll. Sehr seltsam. Es ist auch eine Treppe verschwunden. Weil die, glaube ich, nicht richtig verbunden ist. Gewesen, da wo die Refinery steht. Wo wir den Baum noch weggehauen haben, der mittendrin stand, weißt du? Ja. Ich müsste mir da eigentlich auch noch einen Anleger bauen. Ich bin relativ nah am Wasser. Dann könnte ich dann mit dem Boot fahren. Aber da ist so eine seichte Stelle. Ich weiß nicht, ob man da drüber kommt. Bestimmt ist gerade kein Boot da, um es auszuprobieren. Ich hoffe nicht. Ob ich mal los? Doch, da waren Boote.
Deswegen hatte ich hier schon mal provisorisch was gebaut. Da ist keins. Da ist keins. Ich mache das Problem ein bisschen halt. Bist du gerade an dem anderen Fluss? Oder? Hier U4? Nein, ich bin da bei S6 an diesem, direkt bei mir an der Bucht von meinem Haus. Ich höre jetzt erstmal nichts mehr aufgrund der Motorgeräusche im Boot. Ja. Das heißt Jurassic World, okay. Shift Alt. Nur ein Kamin? Ja, aber ich kann keinen zweiten setzen. Nicht daneben, meinst du? Nein, also woanders, weiter höher. Also, anderer Stockwerk. Anderer Stockwerk? Nee, draußen kann ich ihn auch nicht bauen. Also kann man immer nur einbauen, wow. Ein Protessi, meinst du? Wahrscheinlich. Hm. Ich reiß den mal weg.
Also Bodenspitze, das geht nicht gut. Also von hier oben ist es auch total eingebettet in die Umgebung. Das ist fast getarnt, man kann es gar nicht sehen von hier aus. Auf den ersten Blick sieht man hier keine Base. Also auch so auf den zweiten Blick erstmal nicht. Die können zum Beispiel weg. Das habe ich mir schon gedacht. Da guckt das grüne Licht vom Automaten raus, sonst wird es wahrscheinlich sogar noch völlig untergehen. Der Anleger ist nicht ganz zu sehen. Da ist eine komplette Werkstatt drin, die fast nichts zu sehen ist. Die Gebäude darunter gar nicht. Da die fehlende Treppe. Schade, weil ich fand keinen guten Platz für die Raffinerie. Sollte nicht vom Fenster irgendwo aus zu sehen sein. Trotzdem nah an der Werkstatt. Und ich versuche die immer möglichst gerade auf den Boden zu stellen. Und mitten im Gelände fällt da. Fallen da viele Möglichkeiten oft weg. Ich finde, das sieht scheiße aus, wenn das so tief steht. So schief steht. Ja, das soll schon gerade stehen. Ich versuche es eigentlich auch, wenn es möglich ist. So, jetzt bin ich fast davor und sehe immer noch gar nichts, weil alles völlig von den Felsen verdeckt wird und den Palmen. Da schimmert jetzt was raus. Das kann man gar nicht sehen. Ich finde das schick. Auf jeden Fall. Absolut. Noch schicker wäre allerdings, glaube ich, echt die Innenwand nach außen gewesen, die glatte. Aber man kann ja auch noch voll upgraden, ne?
oder Wand für Wand abreißen und neu hinstellen. Du hast nicht, wie ein Verlust das ist. Obwohl, da bei den Wänden ist viel, ne? Die kriegst du nicht ins Inventar zurück. Remove-Taste. Remove-Taste. Ja, meine ich doch. Das schon ziemlich oft gehabt, dass ich Shops gebaut habe, wo zum Beispiel sowas hier dann verdeckt wurde. Was der eigentliche erste Grund dafür war, warum dann hier überhaupt ein Gebäude war. Und natürlich auch für die Nutzung, ne? Also bessere Ausnutzung des Geländes. Viel hinstellen kannst du hier halt nicht, da passt kein Regal hin oder so. Man könnte ein paar Kisten reinschmeißen. Aber was auf jeden Fall geht, sind dann hier eben Automaten innen drin. Man kommt immer noch ganz okay dran. Und dafür ist die Illusion dann größer, dass man hier wirklich die Erde völlig transformiert hätte. Wie Tolpan meinte, hier ist eine durchgehende Fläche, eine Ebene. Wenn man das hier nicht mehr sieht, dann weiß man halt nicht mehr, dann weiß man nicht, dass da keine Ebene mehr ist. So, ja, dann. Das Zeug liegt vorne in der ersten Kiste. Ich kann nicht zwitschern. Ich werde auch noch ein bisschen nervig an dem Netz hier ist, du klebst so dran, wenn du hier rumläufst. Bremst dich plötzlich voll ab. Erste Kiste unten drin. Unten die Kiste. Oben die Kiste unten. Nein, die nicht. Alles klar. Unten nicht, ne, bei der. Da wo die Schmelze ist, auf dem Regal ist die ganz rechts. Ah. An die man auch nicht drankommt. Ohne Gänseschritt. Oh, wie geil. Ja, genau sie. Excellent. Er kann nicht an den Kurs leider. Also er kann nicht in die Schule. Ich muss jetzt das Junge nach vorne und die Stadt ihn kann nicht rein. Was du mit der Zeit an deinem Kurs oder was? Eine Panzertür. Hier muss ich noch ein bisschen verschieben, nachdem ich das Regal gebaut hatte. Man kam da nicht durch.
direkt so in der Nähe, okay. Ich glaube, das ist gut. Ja, das ist okay. Tools. Kisten da unten sind alle viel zu weit weg, um sie von hier unten aus zu erreichen. Das ist natürlich eigentlich Quatsch. Ja, die müssen alle auf die vordere Kante, nicht nach hinten. Ne? Später machen, dekomäßig. Kommen Ressourcen rein zum Brennen.
Zombie. In einer roten Jacke, echt jetzt? Obwohl, ich habe ja auch einen neuen Style. Ja. Hello. Der verwechselt mich mit einem Zombie, ist er aus wie ein Zombie. Hier sollte man mal eher Wandschilder aufstellen, mit ein paar Löcher an den Wänden, da fällt man runter und bricht sich Genick. Das sind Fallen, ja. Die muss man natürlich lernen. So, mal gucken, wie das hier klappt mit dem Rolltor. Sieht gut aus, oder? Hallo? Allerdings, du hast halt kein Airlock, ne? Hier müsste eigentlich ein Airlock sein. Aber ist okay. Okay. Ich weiß. Ja, gut. So. Ich dachte, ich lasse es hier offen, aber geht nicht. Also den hier. Auf der anderen Seite, warum nicht? Man könnte da unten einfach nur Lager machen. Und dafür hier oben ja noch viel mehr Platz schaffen. Indem eine weitere Ebene reinkommt. Das macht doch dann wieder Sinn. Ich mache jetzt hier einfach mal auf flach. Okay. So. Das hier muss offen bleiben. Nee, genau. Hier kommt deine Dings rein. Ich hatte noch keine Idee dafür. Aber hier kommt die Dachluke rein. Statt dem Netz. Supergeil. Meinst du, die passt? An der Pflanzenbuch da ist. Die passt was? Sie passt, wenn da der Fenster und nicht runter ist. Ja, ja. Hä? Das gibt's doch nicht. Alt-Shift war das, ne? Hallo? Weil das oben die Werkbahn verschwindet, wenn du an den Boden wegnimmst. Das Dach wollte ich quitt haben. So, wie komme ich jetzt da oben rein? Okay, pass auf.
kann der Heli eigentlich das Gebäude kaputt machen? Oder kann er das auch nicht? Doch, er kann es gut beschädigen. Echt? Achso, ja. Ich dachte, das wäre auch ausgeschaltet. Excellent. Das ist doch excellent. Guck mal, ich habe schon ganz vergessen, dass hier drunter noch was ist. Huch, ab in der Keller. Das ist doch total geil, oder nicht? Euer Andreas. Ja, nicht schlecht. Haben wir irgendwo Brennstoff? Ja. Vielleicht im Recycler? Tropical Tropic Paradise. Wo seid ihr? AA2. Also ihr seid nicht an der Kiste. Nicht an der Kiste. Wir sind an der Küste. Was? An der Nordseeküste. Okay. Nordwestküste. Okay. Da wo die vielen roten Shops sind. Kühlschrank oder zwei.
alles vollautomatisch hier. Hier unten noch ein Tor rein. Wo habe ich das jetzt wieder? Und die Schlüssel an der Tür auch nicht vergessen. Lampe. Hat man hier, ja. Hier. Der Sound ist auch so geil. Diese Fenster können wir noch nicht, ne? Welche Fenster? Diese kugelsicheren Fenster bauen. Du meinst Reinforced Glass Window? Nein, genau. Also kein Problem. 50 Metallfragmente, wie viel brauchst du denn? So viel wie wir hier Fenster haben. Gleich mal gucken. Wo haben wir die Metallfragmente? In der rechten unteren Kiste. Ich habe auch welche hier, aber da müssen noch mehr sein. Also an den Bergbänken. Ja, ich mach mal 6 Stück und guck mal, wann noch welche brauchen danach. Also wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 Stück und ich überlege, was ich mit der Wand hier mache. Was hier hin soll. Noch ein Automat.
Was machen wir, was kommen wir eigentlich hier vorne rein? Oder ist hier, kann man hier eine Zune machen, oder? Vom Meer aus sieht man keinen der Automaten. Also man sieht das Licht nicht da leuchten, ne? Guck mal. Vom Meer aus siehst du hier keinen Automaten. Von vorne. Ja. Das heißt, du siehst das Licht halt auch nicht. Hier schon. Hier sollen die Leute das von da oben am Berg sehen. Ja, klar. Die ganze Batterie. So, aber ansonsten ist es eigentlich, ist, normal sieht man immer das Licht bei den Automaten. Ja. Und hier aber nicht, weil hier ist ja alles zugebaut. Ne? Na gut, und dann siehst du wieder den einen hier vorne auf der Seite. Also die Frage ist, da hinten einen hinmachen, damit man das Ganze sieht, oder es weglassen. Und tarnen. Volltarnung. Ja, dann noch einen Eingang da setzen irgendwie. Ich könnte noch so ein Garagentor machen. Garagentor. Man könnte sogar noch eine Shopfront machen, ne? Die Fenster liegen hier in der unteren Kiste. Dankeschön. Aha. Der hätte jetzt aber auch selber einsetzen können, oder? Oder meinst du? Ja, aber dann, ich wollte mir nicht sicher, ob du es dann rausnehmen kannst wieder, deswegen. Ja. Versuch doch mal, ob du es rausnehmen kannst. Nee, ich hab jetzt, ich weiß nicht, da braucht man einen Hammer, ne? Ja, ja. Ja, geht, aber jetzt ist es natürlich halt schon wieder halb kaputt. Oh. Na gut, dann machst du mal rein. Oder eine Wand. Tja, oder ein Eingang leuchtet auch nicht. Da könnten wir deine Panzertür mal nehmen. Ich würde gerne mal den Abkeep sehen auch. Ja. Dann sieht das nochmal voll wichtiger aus. Habe ich die hier, die habe ich hier. Ist jetzt nichts. Ja, ich setze mal ein. Nach innen. Ne, so Türen gehen immer nach außen auf. Vier braucht ihr. Wie viel? Vier. 4 HQM pro Tag? Ja. Krass. Okay. Hast du was dabei? Nee, wahrscheinlich haben wir irgendwo was rumliegen, oder? Ja. Ich bring's eben. Das sieht cool aus, so im Dunkeln. Hat so ein bisschen was von... Na? Irgendwas mit F. Fallout.
so richtig, dass die Panzer mit einer 500er Hells oder wie viel, oder 1500, ich weiß es nicht, neben dem 30, neben der 30 Wand, die auseinanderfällt, wenn man dran pinkelt. Das ist so geil. Ja. Das war ja bei mir beim Haus auch so. Irgendwann waren die Türen so stabil, dass es günstiger gewesen wäre, durch die Wand zu brechen wie durch die Tür. Ja. Das hier kommt weg. Hier wird noch Stein zugemacht. Ja. Oh ja, mein Miner-Set ist weg. Und dann ist es hier schön flach. Man kann quasi durch alle Fenster gucken hier. Hier sogar handeln. Die Steine da drinnen sehen ein bisschen aus wie eine Spiegelung der Steine hier draußen. Ich finde das schick. Wir brauchen halt noch Steine. Shopfront habe ich eine zu viel gebaut. Geheule, ne? Tja, die Targeting Range. Jo, mehr Kisten.
in der Funde in den Zeh geschossen. Hm. Die ist sogar in die Klappe. Ja. Tja, jetzt ist das natürlich ein bisschen eng gedacht hier. Steine. Ja, das ist so schön. Schlüssel drauf. Schlüssel drauf. Wer ist denn dann gerade weggelaufen? Ach, du bist da hinten rum rein? Echt? Ich bin schon reingegangen. So, auch überbringen noch. Ich werde mir mal das Musterzimmer mit Bett ausstatten, weil ich habe hier noch gar kein Bett. Ist mir gerade vorhin aufgefallen. Ja. Mach das. Mit wenigstens ein Gast und gezahlt habe ich ja schließlich schon.
Kannst du noch so eine Laterne für mich machen? Laterne. Laterne, Laterne, so eine Mond und Sterne? Nee. Blubber braucht's dafür. Wir haben echt keinen Blubber. Wo ist er geblieben? Ein bisschen Benzin. Hm. Also Öl. Oh, leck. Aber 15 Fuel habe ich noch aus meiner Mütze, warte mal. Kann ich selber machen. Hier, guck mal, 500. Fuel hatten wir in der Refinery. Ich kann ja Kühlschränke bauen. Bau mal einen Kühlschrank. Oder soll ich zwei bauen? Dann können wir einen Side-by-Side-Kühlschrank machen. Ja, mach zwei. So, ich glaube mal, der Abgib für unser Projekt Oasis, das ist glaube ich abgelaufen, ne? Achso, ja, kann sein. Das ist doof, aber ich kann halt nicht auf zwei Hochzeiten wirklich so richtig tanzen, das haut nicht hin. Nee, das geht nicht. Aber der Admin kann ja gern hier mal vorbeigucken und sich's anschauen, aber der ist ja auch alles im Stream und dann wird er das durchaus verstehen. Wo soll ich die Kühlschränke hinpacken? Wo du magst. In der. Im Moment sind die Bausachen alle oben bei den Werkbänken. Ja, wie gesagt, die Lage hier war schön. Für die Raffinerie. Moment mal, ich kann die gar nicht abbauen. Shooting Range, ne? Oder Shooting Ranges. Voll witzig, ich kann hier nicht anbauen.
einfach neu bauen. Neu anfangen. Lassen wir erstmal und dann bleibt die Raffinerie auch erstmal hier. Irgendwas anderes machen. Also Benzin köchelt und wir haben 500. Damit können wir zum Steinbruch. Und du brauchst Laternen, ne? Hättest du schon erwischt, hab ich irgendwo gebastelt. Na was? Ja, die können auf der Kundenausstellung die Laternen. Wie findest du das hier am Eck? Ja. Licht dahinter. Ja, vor allen Dingen, weil da der Stein im Eck war. Im Weg. Ich sehe das ja eher als Deko. Ja, aber da kann man das Essen reinpacken, sonst geht ja nichts rein. Wir haben so viel Essen hier. Das ist auch ganz praktisch. Hier könnte man einfach ein paar Laternen draufstellen. Auch das. Hier können noch Kisten drauf. Teils hatte ich Essen schon hier rüber geholt.
So. Die Dropbox könnte man noch zwischen den beiden mittleren Shops installieren, eventuell. Aufpassen, das muss man von innen machen. Na cool, da wächst meine Mais und Kürbisse, ich habe hier das Eck gepflanzt. Oh nice, ja. Aber das wird halt vergangen, das hebt man dann. Farbe schön. Die Höhe ist gut. Ich habe die sonst immer tiefer aufgehangen. So habe ich die genau vor der Nase. Und auf der Höhe dieser Bildschirme in den Automaten. Sonnenwasser. Genau, gestern habe ich so einen Teil brennen sehen. Wir haben den Fluss ja hier. So ein Destillierteil, ne? Ja. Destillierer. Ich
ich mache mal eine kurze Streampause. Hol mir einen geil. Hol mir einen Kaffee. Und dann würde ich mal mit dem Bötchen los. Fuel sammeln und runter zum Steinbruch. Und dann mal dieses Cuisine Royale anspielen. Hättest du da Bock drauf? Alles gut, mit hätte ich mir sofort eine Fälle, aber ich muss ja demnächst wieder eine Feuerbäckchen machen, so am Helfen. Ja, stimmt. Ich guck's mal auf jeden Fall mal an. Bin ich echt gespannt. Okay, kurze Streampause und hier auch. Bis gleich. Oh ja.